miteinander. Ihr seht, wir haben hier so viel altes Brot. Ich habe gedacht, was kann ich denn mit dem machen? Das ist wirklich hart, seht ihr? Ich habe gedacht, ich mache heute Paniermehl. Das geht ganz einfach. Ich habe hier meine Maschine, wie ihr wisst. Jetzt kommt das hinein. Seht, es ist noch ein bisschen grob. Ich muss das noch weiter zerhacken. Schauen wir mal. Super, seht ihr, das sieht ja super aus. So, bei mir ist jetzt fertig. Jetzt nehme ich das mal raus und stecke hier rein. Jetzt das andere Brot auch noch rein. So einfach. So. Deckel drauf. Bei mir ist es jetzt fertig, das Paniermehl. Ich habe es noch ein bisschen grob gelassen, weil ich das so brauche. Ich mache Hamburger oder Köfte, das ist super ideal dafür. Also, ihr seht, super einfach. So, ihr seht, bei mir ist es wirklich ein kleines Säckchen voll geworden. Das werde ich jetzt aufbewahren. Ich finde das gut, dass man weiß, was man mit dem alten Brot machen kann. Dass man es wirklich nicht wegwirft. Das ist wichtig, wichtig. Das ist einfach eine Idee. Ihr könnt es natürlich, wie ich gesagt habe, auch kleiner malen. Für mich ist das schon genug so. Ich wollte einfach über das ein kleines Video machen, als ihr wisst, was ihr mit dem Brot machen könnt. Also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, eure Mom.